Heute geht's zu einem ganz besonderen Kunstspektakel, Phoenix de Lumière in Dortmund. Ihr steht bei dieser Ausstellung mitten in den Kunstwerken. Möglich machen das 110 Projektoren, die die Bilder an die 12 Meter hohen Wände werfen. Gezeigt werden hauptsächlich Werke von Gustav Klimt und von Hundertwasser. Manch einer wundert sich über den für deutsche Zungen schwer aussprechbaren Titel Phoenix de Lumière. Phoenix verweist auf das Gelände, auf dem die Ausstellung zu sehen ist, Phoenix West, ein ehemaliges Stahlgelände, das Ausstellungsgebäude gehörte früher zum Stahlwerk. Lumière heißt beleuchtet oder Beleuchtung. Es sind also beleuchtete Kunstwerke auf dem Phoenix-Areal zu sehen. Der Name verrät es, das Konzept stammt aus Frankreich. Es gibt ähnliche Ausstellungen auch in Paris, Dubai, New York und seit 2023 in Dortmund. An dieser Ausstellung werden selbst Leute Spaß haben, die sonst nichts mit Kunst anfangen können. Mehr über die Ausstellung und Sehenswürdigkeiten aus aller Welt auch in meinem Blog colorfulcities.de. Ich freue mich, wenn ihr auch meinen YouTube-Channel mit den Videos zu den Sehenswürdigkeiten aus aller Welt abonniert. Danke dafür!